Die Energie auch schon wieder voll. Jetzt werden die Kollegen mich ein wenig schwerer, wie ich gerade mitbekommen habe. Aber schauen wir, dass wir das Ganze hier doch irgendwie überstehen werden. Auf jeden Fall jetzt hier oben gleich angekommen. Die letzte Fackel zu entzünden. Wahrscheinlich da ganz oben sein. Monsieur Kollege. Nein, doch nicht, hier ist nur. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Jedi. Ich habe die Signalfeuer gesehen, als ihr den Pfad erklommen habt. Nur wenige von euch schaffen es so weit. Ich bin Kolowisch, erste Matriarchin und Deuterin der alten Schriften. Ich habe unser Volk auf diesen Planeten geführt. Seid willkommen. Ihr seid der Grund, weshalb die Pilger nach Tython gekommen sind? Meine Lehren verärgerten unsere Herrscher. Sie verachteten unsere Lebensart und weigerten sich, die Autorität der Matriarchen anzuerkennen. Auf Tython können wir unseren Sitten in Frieden nachgehen. Sogar die Fleischräuber können unsere Gesellschaft nicht zerstören. Nicht für immer. Jetzt habt ihr das Ritual durchlaufen und zählt zu den Freunden der Pilger. Ihr teilt unsere Last und unsere Stärke. Es ist mir wirklich eine Ehre. Nehmt diese Geschenke. Ihr müsst wissen, dass wir nicht viel besitzen. Aber als Jedi teilt ihr diese Welt mit uns und euch steht eine schwierige Zukunft bevor. Kann ich irgendwie helfen? Erinnert euch an uns und an unsere Sitten. Geht euren Verpflichtungen nach und wisset, dass mein Segen mit euch geht. Sehr gut, so haben wir auch die ersten Handschuhe. Noch gar keine an. Gut, also wieder runter. Wäre fast schief gegangen. Zack. Raus jetzt werde ich. Okay. Ich will jetzt zurücklatschen und gucken, ob ich vielleicht noch einen Respawn finde. Ich brauche noch welche hier. Bin übrigens momentan sehr fleißig dabei, Folgen von allen Let's Plays so schnell es geht hochzuladen, weil ich doch wieder auf Stand kommen möchte. Gehabt. Egal. Um doch wieder auf Stand kommen zu kommen. Genau, da war ich. Haben jetzt heute den 29. Noch haben wir Samstag. Werde zusehen, dass ich diese Folge hier doch so schnell es geht und frisch es geht anziehen habe. Was Let's Play Folgen angeht, wieder ein bisschen öfter aufnehmen. Hat ja viele zeitliche Probleme, weswegen ich das habe schleifen lassen. Aber da werden wir dann mal schauen, was sich denn jetzt in nächster Zeit ergibt. So, jetzt habe ich erstmal noch den Sonntag und den Montag frei. War ja schon Neujahr. Was ist das denn da für ein Punkt? Für Mr. Vater, okay. Das ist das nächste, was wir machen werden. Ich nicht hin.
anderen Weg irgendwie um den Fels herum. Auf jeden Fall, das ist der nächste Anlauf. Wir vermissen Falter hier. Kann ich jetzt gleich die erste Quest schon abgeben, wie es aussieht. Ja. Sehr gut. Voll gekifft, Twi'lek. Jedi, ich glaube, ich weiß, was euch hier fehlt. Vedarian schickt euch zu. Sie hat euch vom Elixier der Fleischräuber erzählt, nicht wahr? Davon, dass es die Fleischräuber stark macht. Vedarian sucht einen Weg, das Elixier zu vernichten, aber sie macht da einen gewaltigen Fehler. Wir sollten das Elixier nicht vernichten. Wir brauchen es. Ich würde euch gut bezahlen, wenn ihr es mir bringt. Was wird damit geschehen? Das Elixier kann unsere Wachleute stark machen. Es wird sie vielleicht verändern, aber es wird funktionieren. So können wir unser Dorf verteidigen und unsere Feinde besiegen. Stellt euch nur vor, wenn das Elixier einen Fleischräuber mächtig machen kann, was wird es dann erst bei einem Pilgerkrieger bewirken? Bringt es mir und ihr werdet belohnt. Gepriesen! Ich werde euch nicht helfen, den Pilgern das Elixier zu geben. Na schön. Hört auf ein altes Weib und vernichtet das Elixier. Das Blut der Pilger wird an euren Händen kleben. Das Elixier ist in den Höhlen auf der anderen Seite des Dorfes zu finden. Doch ich bezweifle, dass ein Jedi auch nur in die Nähe der Bottiche kommt. Wenn Sie das sagen, Mister, so auf jeden Fall... Verkaufen könnte ich einiges. Ist es der hier? Jawohl. Seht euch die Ware an. Womit kann ich dienen? Das hier kann ich loswerden. Das kann ich nicht tragen. Das. Kann ich nicht tragen. Das kann ich verkaufen. Sehr gut. Jetzt habe ich 533 Credits. Mal separieren. Sehr gut. Hat mich sehr gefreut. Sehr gut. Jetzt werden wir uns mal um den Vater kümmern, wie gesagt. Der denn ja hier auf der Karte noch angezeigt wird. Auch einen neuen Abschnitt gefunden, sehr gut. Und dann jetzt gleich zurück sind. Ein neuer Codex-Eintrag. Werde ich auf jeden Fall erstmal die neuen Sachen trainieren gehen. Hier in der Nähe der vermisste Vater sein. Schon ein paar gelegte Bestien. Ja, ist er doch. Sie haben mich gefunden, oh Matriarchin. Vergebt mir. Die Fleischräuber sind hier. Ich kann sie nicht abwehren. Die Patrouille ist zu weit weg. Ich kann nicht. Lebe wohl, mein Sohn. Matriarchin, lebt wohl. Ja, dann macht man gut, ne? Dann kann ich ja wieder zurücklatschen. Und Wahlgesänge gerade hier. Das heißt, hier kann ich auch direkt zwei Quests abgeben. Ja, dann gehen wir hier durch. Valensina genannt. Valensina gibt es überhaupt noch? War immer so Fruchtgetränk bzw. Fruchtsäfte. Ich kann es hier auf jeden Fall erstmal Quest abgeben. Schwuppdiwuppdiwuppdiwupp. Jedi, ihr seid zurück. Was ist da draußen passiert? Wo ist mein Vater? Ich habe alles versucht. Was?
Nein! Diese Ungeheuer! Sagt mir, dass sie für ihre Taten gelitten haben! Ich ging fort, um jemanden zu retten. Nicht um eure Blutgier zu stillen. Dann habt ihr diese Ungeheuer also leben lassen? Ich sollte euch dankbar sein, dass ihr die Wahrheit entdeckt habt. Doch ihr schändet das Andenken an meinen Vater. Trauert um euren Vater und lebt weiter, bevor die Wut euch verzehrt. Euer Rat kann mir gestohlen bleiben, Jedi. Lasst mich mit meiner Trauer allein. Wir werden nie wieder miteinander reden. So, wir finden neue Freunde, wa? Was nehme ich denn? Kann ich das nicht abschließen? So. Räuber töten. Das ist eine Nebenquest. Gehen wir nochmal hier runter und hauen ein paar freundliche Genossen um. Wenn wir dann noch welche finden. Auf jeden Fall schon mal sehr gut. So, komm her. Etwas. Ja, muss ich nicht verstehen, soll mir aber auch egal sein. Jetzt habe ich 4 von 15. Jetzt hier weiter. So, jetzt haben wir 7. Die Meditation, da unten ist das Elixier, wie es aussieht. Sehe ich dann 5 von diesen Elixierständen muss ich zerstören. So, ja gut. Dann gehe ich doch einfach mal weiter durch. Gefunden. Ist besser wie das, was ich momentan trage. Was haben wir denn hier noch? Das ist wahrscheinlich nur so eine Münze. Gut, das bräuchte ich noch. 14 Räuber haben wir jetzt schon. Jetzt in die Höhle.
wahrscheinlich noch weitere Lager dann da geben. Also Nebenquests haben wir gleich abgeschlossen. Ja, sehr gut, hier wurden schon viele gelegt. Erledigt. 3B. Und dann nehmen wir das hier mit. Flip, sprich mit Punkt, 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 Komma hast du nicht gesehen. Direkt respawn, naja. Meditieren, weil ich schon einiges an Energie verloren habe. So, und weiter geht's. Jetzt habe ich praktisch zwei Level erlernt. Kann also so mit zwei, ich hoffe zumindest, dass ich zwei neue Specials dann bekomme. Was ging noch? Naja. Nicht hier hoch. Na gut. Hier verkaufen. Seht euch die Ware an. Womit kann ich dienen? Kann ich alles nicht gebrauchen. Ich kann nicht verwenden. Okay. Das weg.
Buff, das ist auch ein Buff. Schwerrüstung habe ich nicht. Gut. Hat mich sehr gefreut. Implantat kann ich benutzen. Okay. Dann kann ich hier die eine Quest zurückgeben. Nicht, wie es aussieht. Egal. Ihr seht gut aus, Jedi. Ich hoffe, die Fleischräuber haben euch nicht verletzt. Habt ihr das widerwärtige Elixier vernichtet? Odumis wollte mich bestechen, damit ich ihm das Elixier bringe. Doch ich habe es vernichtet. Ja. Ich nehme an, Odumis wollte das Elixier für sich. Sagt mir nichts. Ich kann es mir denken. Seine Begegnung mit den Fleischräubern hat ihn verwirrt. Ich werde mich um ihn kümmern. Ihr habt meinen Dank. Sehr gut, jetzt habe ich einen Mantel. Den kann ich auch gebrauchen. Sehr gut. Das erledigt und gehen mal weiter zu der Quest hier. Und ganz ehrlich, ich spiele es mit dem Gedanken, erstmal kurz mich trainieren zu lassen. Mit zwei Leveln. Weil ich nicht weiß, wie lange diese Quest jetzt noch gehen wird. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ja, nochmal. Zu weit. Deswegen. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Der Herr Flotter auch nicht schlecht. So, hier werde ich mich jetzt gerade trainieren lassen. Gezeigt. Ich bin froh, mein Wissen mit Jüngeren teilen zu können. Sehr gut, habe ich ja schon einiges zusammen hier. Lebte wohl, junger Jedi. Kann dann praktisch so in der Quest weitermachen. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Das vielleicht ausschlaggebende Punkt war, um weiterzukommen, wenn jetzt so ein härterer Boss kommt. Dass vielleicht dieser kleine EP-Schlag oder Damage-Schlag mir gefehlt hat dann. Jetzt da vorne hin, damit ich direkt beim nächsten Mal weiß, wo ich weitermachen kann. Und dann würde ich jetzt mal eine kleine Aufnahmepause machen, auch allein schon, um zu gucken, ob vielleicht die hier werten Kollegen online sind und mich hier so ein bisschen mitziehen können. Und ich wollte noch abklären, ob sie damit einverstanden sind, dass sie in der Aufnahme zu hören sind. Jo, ich bedanke mich bei euch, ja, bei euch, fürs Zuschauen.
hoffe, dass ihr mit dem Projekt dann zufrieden seid und ich euch vielleicht ein paar Anregungen geben konnte, dieses Free-to-Play-Modell anzutesten. Die anderen Neuerungen muss ich mir nochmal erklären lassen oder Vorteile und Nachteile. Kommen wir dann beim nächsten Mal zu. Da weiß der Herr Kollege wahrscheinlich ein bisschen mehr wie ich. Gut, ich bedanke mich bei euch und sage einfach bis zum nächsten Mal und wünsche euch einen guten Rutsch oder je nachdem, wann die Folge ausgestrahlt wird, ein frohes neues Jahr. Bis dann, Leute.